Dieser Film diente unter anderem Quentin Tarantino als Inspirationsquelle für seinen Film Django Unchained. Und herzlich willkommen all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video. Und ich hatte dieses Video eigentlich schon angefangen gehabt und es ist mir eine Sache aufgefallen, die mir jetzt wirklich schon mal sauer aufstößt. Das ist für mich so ein kleiner Rückschritt, was hier Kochfilms gemacht hat, beziehungsweise als der Film Mandingo hier das Werk verlassen hat, foliert, da hat man sich wirklich einen riesen Fehler erlaubt, den ich jetzt nicht so toll finde, ja. Und kann man auch schon mal verwechseln, es geht hier um diese Banderole. Ich habe das Ganze schon aufgemacht gehabt und dann ist mir aufgefallen, okay, das Ding ist direkt, dieses fette Ding wurde direkt aufs Mediabook draufgeklebt und das Ganze ist hier Hochglanz und so weiter. Super toll. Das ist jetzt echt, muss ich persönlich sagen, ziemlich ärgerlich, weil die VÖ, auf die hatte ich mich sehr gefreut gehabt. Gibt es natürlich erstmal im Moment nur exklusiv im Kochfilmshop, aber FSK-Flatschen vom Mediabook runterholen ist okay, damit habe ich kein Problem mehr. Die kriege ich in der Regel ohne irgendwelche Rückstände runter. Aber das da ist natürlich der absolute Burner, muss ich wirklich sagen, das direkt aufs Mediabook drauf zu kleben. Denn die letzteren Veröffentlichungen, die ich so von Kochfilms hatte, die waren alle tippitoppi, da waren Banderolen drum und so weiter und so fort. Zum Beispiel Dune, der Wüstenplanet, aber hier haben sie es echt direkt aufs Mediabook draufgeklebt. Und ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mich trauen, das jetzt runterzuholen? Wie schon gesagt, ich habe schon angefangen mit dem Video und dann ist mir halt das hier aufgefallen. Das finde ich alles andere als toll, muss ich persönlich sagen. Ja, vor allem das Artwork hier finde ich eigentlich sehr gelungen von diesem Film, der hier auch erstmalig wirklich ungeschnitten auf Blu-ray und DVD vorliegt, der erst im September diesen Jahres nach 38 Jahren wieder vom Index runtergewandert ist. Aber ich habe jetzt echt Schiss. Ich werde es aber trotzdem probieren, ja. Aber seid gewarnt, falls ihr euch das Teil bestellt habt, dann werdet ihr eventuell genau diese böse Überraschung erleben. Und wie ihr natürlich seht, wälzt sich das hier schon ein bisschen. Finde ich natürlich nicht so toll. Wir können natürlich gleich mal genau schauen, inwieweit wir hier den unteren Teil dieses Mediabooks dann beschädigt haben. Das finde ich halt persönlich nicht so geil. Ja, das ist ein absolutes No-Go, ja. Dafür, dass Koch sich wirklich letzte Zeit echt gemacht hat. Gucken wir mal hier. Okay, es geht. Also wir haben hier ganz kleine, ganz minimale Erhebung. Aber ansonsten ist es okay. Aber warum man das jetzt so gemacht hat, keine Ahnung. Also FSK-Flatschen direkt auf Mediabook ist okay. Damit kann ich noch leben. Das kriege ich dann wirklich ohne irgendwelche Rückstände runter. Aber das finde ich persönlich nicht so toll, ja. Vor allem, wenn man dann so einen Titel hier raushaut, den gibt es im Moment halt nur wirklich bei denen im Shop. Sicherlich kommt der Film auch irgendwann normal auch noch in den Handel, aber dann erwartet man natürlich ganz klar, wenn das aus dem Werk kommt, dass der FSK-Flatschen oder dieser Flatschen hier, wo auch die ganzen Informationen draufstehen, ja, mit der Freigabe, dass das auf der Folie drauf ist und nicht direkt auf dem Mediabook. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ist natürlich wieder ein kleineres, dickeres Mediabook. Das mag natürlich nicht jeder, finde ich auch vollkommen in Ordnung, ja. Der Film selber ist hier aus dem Jahre 1975, ist so ein Südstaaten-Rassismus-Drama. Es geht hier natürlich um Sklaven, die zu Mandingos trainiert werden. Also die machen dann halt so brutale Schaukämpfe, wo sich gegenseitig verletzen, ja. Das hat natürlich Tarantino auch für Django Unchained aufgegriffen gehabt. Und der Film war natürlich wirklich lange Zeit auf dem Index gewesen und ist hier auch wirklich erstmalig ungeschnitten auf Blu-ray und DVD enthalten. Das ist natürlich, muss ich sagen, alles sehr löblich, dass man den Film jetzt wirklich nach kurzer Zeit dann in so einer VÖ raushaut. Aber ja, ist es halt natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man direkt auf das Produkt drauf so einen fetten monsterlangen Flatschen drauf bappt. Und vor allem bei der Beschichtung der Oberfläche kann man davon ausgehen, dass es halt dann für kleine Beschädigungen sorgen könnte, ja. Und ja, das ist für mich so der große Minuspunkt hier an dieser Veröffentlichung. Ansonsten muss ich sagen, vom Aufbau her finde ich es natürlich recht hübsch. Ich mag auch diese kleineren, dickeren Mediabooks. Mir geht es in erster Linie um den Film, ja. Und da Koch, vor allem was die Extras und auch die technische Qualität so von den Discs, immer wirklich gute
gute Arbeit und Qualität abliefert, bin ich natürlich auch immer gewillt, auch Geld in deren Produkte zu stecken. Aber das hat mich jetzt dann doch ein bisschen erschrocken, ja. Und ja, wir schauen trotzdem mal rein. Der Film selber wird dann natürlich eine komplette Erstsichtung für mich sein. Aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und haben wir natürlich erstmal hier auf der linken Seite die Blu-ray, die so gelabelt ist, ja, wo der Filmtitel so seitlich ist. Ist auch eine tolle Idee mit dieser Kette hier. Und darunter haben wir natürlich dann die DVD mit den Extras, die dann auch so dieses Design hat. Finde ich sehr ansprechend. Darunter haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild, was durchgehend ist. Das finde ich natürlich auch sehr schön, wenn es ein durchgehendes Motiv ist. Hier haben wir den jungen Perry King, den kennt man natürlich zum Beispiel aus Die Klasse von 1984, hier noch wirklich in sehr, sehr jungen Jahren. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch ein durchgehendes Motiv, ja, wo einer natürlich der Sklaven hier in heißen, ich glaube, heißem Wasser gebaut wird. Es gibt da so einige Szenen mit heißem Wasser, die auch nicht ohne sein sollen. Ja, ich habe mir nochmal den Schnittbericht angeschaut bei schnittberichte.com und da haben wir natürlich hier noch die Blu-ray dann. Beziehungsweise, jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt die DVD? Ja, war natürlich die DVD. Wie komme ich darauf, Blu-ray zu sagen? Ich bin merke ein bisschen neben mir, weil mich das ein bisschen ärgert. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Regie führte hier übrigens Richard Fleischer, der hat zum Beispiel auch solche Filme gemacht wie Conan der Zerstörer oder Die Fantastische Reise. Der hat sich hier wirklich mal an so einen reinrassigen Südstaaten, schon fast exploitationhaften Film rangewagt. Auf jeden Fall ein Film wirklich, der lange, lange schon auf meiner Liste war, aber ja, es hat eine Weile gedauert, bis man ihn jetzt wirklich mal uncut auf Deutsch hier bestaunen kann. Und ja, das ist natürlich auch immer wieder eine Sache, die man kritisieren kann, hier die ersten beiden Seiten, weil diese Seite ist hier dann doch etwas dicker, schon kartonmäßig vom Papier und das ist ein bisschen dünner, dass man hier die nicht ganz auseinander bekommt. Auch ein wirklich sehr, sehr gutes Szenenbild. Vom Look her finde ich es echt schön, dieser Schwarz-Weiß-Look. Ist sehr gut gewählt, das Ganze. Dann haben wir hier ein Szenenbild, was eher so in einem Orangeton daherkommt. Okay, kann man machen. Ja, so als Abwechslung halt. Und dann haben wir natürlich hier auch noch ein bisschen Text vom guten Oliver Nöding. Und ja, relativ kleine Schrift hier. Aber das Schwarz setzt sich gut ab von dem orangenen Hintergrund. Dann haben wir hier wieder ein Szenenbild. Ja, sieht er hier Heftung. Ja, und dann geht es hier weiter mit Weiß. Ja, also na gut, die Farbspielereien kennen wir vor allem aus dem Die Barbaren Mediabook, aus diesen beiden Cover-Varianten. Da hat man es ein bisschen übertrieben. Ja, da wollte man ein bisschen edgy sein. Hier finde ich es aber völlig in Ordnung. Auch wenn wir betrachten, dass der Textanteil jetzt doch hier nicht allzu hoch ist. Hier haben wir auch wieder ein Szenenbild, so in diesem Orangeton. Dann haben wir hier, ihr seht, auf den letzten beiden Seiten auch wieder ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, der Textanteil finde ich allerdings, wenn ich das jetzt mal so rumrechne, finde ich dann doch auch sehr, sehr mager. Wir haben hier insgesamt vier, sechs, acht Seiten gerade mal. Wir haben ein 20-seitiges Booklet. Ja, wir haben 12 Seiten mit Bildern und 8 Seiten mit Text. Finde ich diesmal ein bisschen mager. Ich finde es von der Gestaltung her, es ist nicht schlecht, ja. Es ist absolut nicht schlecht. Man hat sich hier für, warum auch immer, eher für großformatige Bilder entschieden, die natürlich dann ganze 2 Seiten einnehmen. Man hätte sicherlich noch ein bisschen mehr zu dem Film schreiben können, gehe ich da mal von aus. Weil ich auch mitbekommen habe, dass der gute Oliver Nöding Mandingo als sehr unterschätztes Filmwerk an sich als Meisterwerk hält, dann hätte man natürlich noch ein bisschen mehr mit reinbringen können oder man hätte einfach die Schrift ein bisschen vergrößern können, um das ein bisschen zu kaschieren, weniger Bilder genommen, aber so, ja, ist es okay. Ich würde mal sagen, es ist vom Bildanteil ist es nicht verkehrt, aber vom Schriftanteil ist es einfach zu wenig. Ist für mich eines der doch schwächer aufgestellten Booklets, die Koch bisher in einen ihrer Mediabooks gebracht hat. Und dann, ja, haben wir natürlich hier diesen Sticker. Mal gucken, wo ich den draufklebe, um den natürlich dann zu verwahren. Er sieht schön abgeranzt aus, muss man sagen. Zum Glück ist das Mediabook wirklich nur an dieser kleinen Stelle ein bisschen lidiert worden. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schwach, dass man wirklich diesen mega Flatsch. Natürlich, nächstes Mal kann man ihn vielleicht so direkt da draufkleben oder so. Ja. Ja, hätte man sich natürlich was anderes überlegen können. Von mir bekommt der Mediabook Release hier auf jeden Fall, aber
gute 4 von 5 Punkte. Ich finde trotzdem, es ist ein gut umgesetztes, kleines, dickes Mediabook. Ihr könnt mir natürlich schreiben, wie ihr den Film so findet, wenn ihr den schon gesehen habt, wie ihr diese Mediabook-Veröffentlichung so findet und wie ihr natürlich diese Flatschen-Geschichte so findet. Könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinposten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit meiner Produktvorstellung Unboxing mit Mandingo im Koch Filmshop exklusiven Mediabook. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren Produktvorstellung, Unboxing-Video oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gum Gum Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.